Der Name Willi Herren dürfte allen TV-Fans schon mal über die Lippen gekommen sein. Die meisten kennen ihn als Schauspieler, einige als Musiker. Wie die Bild öffentlich machte, verstarb der beliebte Schauspieler und Musiker am 20. April 2021. Willi Herren wurde nur 45 Jahre alt, hatte aber bereits eine große und erfolgreiche Karriere hinter sich. Bekannt wurde er durch seine Rolle Oliver Olli Klatt, die er in der ARD-Serie Lindenstraße spielte. Von 1992 bis 2007 war er fester Bestandteil der ersten deutschen Daily. In dieser Zeit startete Willi als Schauspieler durch und war währenddessen in Der bewegte Mann, Lola und Billy the Kid und in verschiedenen TV-Serien als Gaststar zu sehen. 2004 nahm er am dritten RTL Promi-Boxen teil und trat gegen Rapper Darkman Nana an, verlor den Kampf allerdings. Noch im selben Jahr machte sich Willi Herren einen Namen im Reality-TV und kämpfte um den Sieg der Dschungelkrone in Ich bin ein Star, holt mich hier raus. 2012 und 2014 konnten sich die Fans der Lindenstraße freuen, denn der Schauspieler kam für einen Gastauftritt in die Serie zurück. Seit 2015 sah man Willi Herren immer öfter im deutschen Fernseher. Bei Ich bin ein Star, lasst mich wieder rein, kämpfte er 2015 um den Wiedereinzug ins Dschungelcamp. In der fünften Staffel von Promi Big Brother im Jahr 2017 belegte er den dritten Platz. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Jasmin Herren zog Willi 2019 ins Sommerhaus der Stars ein und kämpfte bei der Reality-Show um den Sieg. Noch im selben Jahr zeigte Willi Herren sein Können in der Kochshow Grill den Hänsler. Willi Herren machte in so einigen TV-Formaten mit, doch sein Herz fand immer wieder zurück zur Lindenstraße. Am 1. März 2020 wurde die 1754. Folge der Serie ausgestrahlt, in der er einen Gastauftritt als Geist hatte. Das war das letzte Mal, dass man Willi in seiner Rolle als Oliver Klatt in der Lindenstraße sehen konnte. Noch im selben Jahr war er als Kandidat in zwei weiteren Reality-Shows, Kampf der Reality-Stars und Temptation Island VIP. Außerdem sagte er seinen überschüssigen Kilos bei Rosins Fettkampf den Kampf an. Kurz vor seinem Tod nahm der Reality-Star an der zweiten Staffel von Promis unter Palmen teil. Die Ausstrahlung der Sendung wird wegen seines Ablebens abgebrochen. Auch als Musiker feierte Willi Herren große Erfolge. Vor allem in Mallorca am Ballermann kannte man seinen Namen. Insgesamt veröffentlichte er 3 Alben und über 50 Singles. Seine letzte Single, Ich glaub, es geht schon wieder los, eine neue Version des Originalsongs mit Markus Becker, veröffentlichte er 2020. Willi Herren wird von seinen Fans und Promi-Kollegen schmerzlich vermisst werden.